Das Jahr 1997. Helmut Kohl ist noch Bundeskanzler, Bill Clinton amerikanischer Präsident. Prinzessin Diana kommt ums Leben. Der sogenannte Neue Markt wird an der deutschen Börse gestartet. Und die Guano Apes aus Göttingen veröffentlichen ihr Debütalbum Proud Like a God. Die Platte schafft es nach ersten Anlaufschwierigkeiten in Deutschland auf Platz 5 der Albumcharts. Und die Musik wird von den damals noch sehr aktiven Musiksendern Viva und MTV rauf und runter gespielt. Mitte der 2000er kommt es zum Bruch, aber nach mehrjähriger Trennung feiern die Apes 2014 ihr 20-jähriges Jubiläum als Band. Und jetzt wird schon wieder ein 20-jähriges gefeiert, denn die Apes feiern gerne, offenbar vor allem gerne 20-jährige Jubiläen. Außerdem muss man sich ja irgendwas ausdenken jedes Mal heutzutage, was die Leute bestenfalls mitfeiern. Und Retro läuft auch nach wie vor. Das erste Album, Proud Like a God, hat sich zu sowas wie einem Klassiker der jüngeren deutschen Rockgeschichte entwickelt. Und entsprechend haben die Guano Apes ihr Debütalbum in einer überarbeiteten Fassung jetzt nochmal neu veröffentlicht. Außerdem touren sie damit durch Europa und ich treffe die Band bei Vorbereitungen zu dieser Tour in der Waschbärenstadt Kassel. Erstmal verorten, wo wir sind hier, weil was ist das für eine Firma, was machen wir hier? Also. Ganz viele Cases und also sieht nach Schwermetall und Rock'n'Roll aus irgendwie so ein bisschen. Ja, wir sind bei Firma Ambient, die sind quasi unser Technikdienstleister seit vielen Jahren auch schon in Kassel, in der Nähe von Kassel. Und das ist für uns hier immer unsere Anlaufstelle, wo wir losfahren mit dem Bus, wo unser Equipment lagert und wo wir jetzt auch Tourvorbereitung machen für die aktuelle Tour. Das heißt, es werden auch irgendwelche Deko-Versatzstücke gebaut und ähnliches, genau. Und Licht und das wird alles hier designt oder wie muss man sich das vorstellen? Oder? Auch ja. Das, genau, in Absprache und die Jungs sind da gerade schwer am Basteln und bauen da Lampen an und Deko-Sachen auf und wir sind selber ganz gespannt, wie es am Ende dann werden wird. Wir gehen mal zu den Anfängen zurück, weil darum geht es ja ganz viel. Also Proud Like a God ist 20 Jahre alt. Wie fühlt sich das an, wie gestern? Oder? Es ist witzig, dass wir haben jetzt, als wir letzte Woche geprobt haben, hat Stefan so ein bisschen YouTube angeschmissen. Und dann haben wir uns tatsächlich so ganz alte Aufnahmen von 97 angeguckt, irgendwelche Festivals. Ich weiß gar nicht, was das alles war, Highfield oder Bizarre oder keine Ahnung. Und das war wirklich, weil man guckt sich das selber eigentlich überhaupt nicht an, also zumindest ich überhaupt nicht. Und das war echt so ein Schock. Wir standen alle davor und dachten so, boah, krass. Also ich dachte mir so, boah, geile Band. So total voller Energie, blutjung, wussten überhaupt nicht, was wir da machen. Wir haben einfach nur gemacht und wir strotzten nur so vor Energie. Und das fand ich, da wurde mir tatsächlich so bewusst, so krass, wir haben schon echt eine ganz schöne Reise hinter uns. Und da denkt man selten drüber nach. Wir stolpern ja immer nur, machen einen Schritt nach dem anderen und man wandert so in die Zukunft, aber ja, da wurde mir jetzt erstmal bewusst, was wir so gemacht haben und wo wir schon waren und Europa und Amerika und was wir alles schon erlebt haben, das ist schon schön, also es ist toll zu sehen. Und ihr wart eine Schülerband tatsächlich? Habt ihr euch auf der Schule kennengelernt oder wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, Dennis und Stefan hatten, ihr hattet eine Band, erzähl doch mal. Ja genau, wir hatten natürlich so wie es anfängt eine kleine Punkband, haben da ein bisschen provinziell so ein bisschen rumgemuckt, so die ersten Akkorde kennengelernt und dann irgendwann hier kam das Lehrerkind und hatte noch bessere Akkorde und ne, so noch, wer wusste noch ein bisschen besser Bescheid. Genau. Und und dann hat man sich so ein bisschen von dem Punk gelöst und hat neue Sachen entdeckt. Ja, aber irgendwann kamen wir auch nicht mehr da weiter. Gesanglich lief das so, mehr schlecht als recht. Wenn Henning oder Dennis gesungen haben, das war schon. Das war mehr so ein Rufen. Ja, verstehe. So ein Hilfeschrei. Ja, mir auch. Also. Hilfeschrei und und dann war klar, okay, jetzt muss man jemand dahin, der auch singen kann. Und dann irgendwie hat es dann geklappt mit Sandra. Wer kannte Sandra? Na, eigentlich, also um zwei Ecken. Ich habe auch angefangen, in meiner Schulzeit eben irgendwie eine Band zu gründen. Auch mit meiner Schwester zusammen damals. Und das war alles nicht so. Das waren dann so totale Gitarristen. Die waren so technisch, das hat einfach gar keinen Spaß gemacht. Und da ich damals eigentlich schon so ziemlich im Hip-Hop-Bereich unterwegs war, hatte ich irgendwann auch so eine Bremer Hip-Hop-Band und dachte mir so, ja, das ist es jetzt.
Aber war es dann irgendwie auch nicht so richtig, weil ich dann über Umwege, also meine Schwester kannte Stefan, die waren, glaube ich, in beiden Parallelklassen. Nee, wir waren in einer Klasse. Klasse, genau. Also das war schon mal die Connection. Und dann durch einen gemeinsamen Freund, der mit Dennis, glaube ich, zusammen noch ein anderes Projekt hatte, der hat mich dann quasi so ein bisschen rübergezogen und dann haben wir mal mit Dennis zusammen gejammt. Und Dennis hat mir dann irgendwie auf dem Heimweg, weil er hat mich nach Hause gefahren, ich hatte damals noch keinen Führerschein, und hat mir dann so ein Tape irgendwie in seinen Kassettendeck geschoben und hat mir quasi so sein Stuff vorgespielt und hat mich quasi so ein bisschen abgeworben. Und als das gehört habe, dachte ich mir, okay, das ist so krude und so komisch, krudes, verrücktes Zeug, das finde ich sehr geil und interessant. Und ja, dann habe ich meine Hip-Hop-Band quasi sausen lassen und die anderen Projekte auch und dann haben wir uns einmal an einem Abend getroffen, Proberaum reingekommen, Licht ausgemacht und zack, entstand irgendwie Maria, der erste Song. Und danach ging das Licht an und dann dachten wir uns, okay. Sind die Sachen, die dann auf Proud Like a God, sind sie die so im Studio entstanden oder wie war das? Also ich glaube, wir haben da alles aufgenommen, was wir in irgendwie auch nur annähern konnten. Wir haben ja jetzt gerade bei der Sichtung der alten Tapes einen Song wiederentdeckt, den wir völlig vergessen hatten. Den haben wir damals eben aufgenommen mit Wolfgang Stach fürs erste Album, aber nie so bis zu Ende produziert. Wir sind jetzt auch nie eine Band, auch danach in den Jahren danach nie gewesen, die gesagt hat, wir haben schon das nächste Doppelalbum in der Tasche, sondern wir haben eigentlich immer... Nie Überschuss. Okay. Immer gerade so viele Songs, wie sein so müssen. So stark gefiltert, dass es dann gerade so gereicht hat. Ja, und jetzt bin ich froh, dass die Platten-Deals mittlerweile ja schon so aussehen, dass man gar nicht mehr 20 Songs haben muss, ja? Weil okay. Die Zeiten sich einfach geändert haben. Macht's möglich kurz, bitte. Ja, super. So das ist genau mein Ding eigentlich jetzt. So bitte nur so 10, maximal 10 Krass. Songs. Nach dem Debütalbum Proud Like a God kamen 4 weitere Alben der Apes. 3 davon gingen auf die 1 der Albumcharts. Die Band hat alle möglichen Musikpreise eingesammelt im Laufe ihrer Karriere. Sie waren bei den ganz großen deutschen Festivals vorne mit dabei. Das ist mittlerweile nicht mehr ganz so. Die Musiklandschaft hat sich in den letzten 20 Jahren massiv verändert. Und diese Veränderung hat die Band natürlich auch 1:1 miterlebt. Aber man kann von der Band nach wie vor leben, also das funktioniert, sowas geht heutzutage trotzdem noch. Ich meine, wir haben natürlich das große Glück, das muss man dazu sagen, dass wir sehr, sehr früh angefangen haben, auch damals mit der BMG zusammen, mit Gun Records, dass uns die Möglichkeit gegeben wurde und wir sie genutzt haben, im Ausland was zu machen. Also genau. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Bands aus Deutschland, die eben so, glaube ich, so viel auch in Europa jetzt eben auch spielen können. Also jedenfalls in dem Genre, in dem wir unterwegs sind. Und das ermöglicht uns eben, ja, eine Europatour zu machen oder auch eben sehr, sehr viele internationale Festivals zu spielen. Und wir haben nicht so den wahnsinnigen Druck, dass wir jetzt alle 2 Jahre hier ein neues Album vorlegen müssen, weil die Leute in Deutschland, Schweiz, Österreich dann sagen, wenn man da 2-mal durch die Gegend gefahren ist, ja, wann kommt denn was Neues? Sondern wir können eben auch Russland machen, Portugal machen, Skandinavien, Italien, einmal quer durch. Und da seid ihr auch ziemlich allein auf weiter Flur, also davon gibt es nicht so viele in Deutschland, die das machen können. Und das Lustige ist, glaube ich, das ging ja direkt am Anfang auch so los. Also Proud Like a God, damit seid ihr direkt durch Europa, durch Amerika getourt. Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das eher so, hey, Amerika-Tour klingt ja geil, ja, aber ich kenne andere deutsche Bands, die durch Amerika getourt sind. Das war schon alles ziemlich heftig, ne? Naja, wenn du so jung bist, dann kannst du ja auch noch einiges ab. Also, das stimmt. Nee, das war also... Ganz im Gegenteil, wir haben es eigentlich ziemlich gut gehabt, so auf unseren Amerika-Reisen. Wir haben immer gute Slots gehabt. Wir waren ja damals mit POD unterwegs, die waren ja auch ziemlich bekannt. Und bei der zweiten Tour waren wir mit Creed, naja, Creed aber, unterwegs. Aber und es die haben war schon die harte Schule. Also wir haben da teilweise in Clubs gespielt vor 50 Leuten, auch mit POD. Mhm. Da waren natürlich auch mal 2-3 größere Clubs, aber sonst war es halt... Ja, aber 50 ist schon viel. Ich war mit Bands, ich war mit den Donuts da, die haben teilweise für 5 Leuten da gespielt. Also nach den 6 Wochen Tour das erste Mal, das war schon mittendrin, war schon der erste Moment, wo wir uns fast das erste Mal aufgelöst haben. Also das habe ich auch schon von Bands gehört, die nach Amerika gegangen sind. Also das war schon, also 6 Wochen in so einem Tourbus durch Amerika ist auch irgendwie... Ja, brauche ich jetzt. Ich wusste gar nicht, dass du das so als so schlimm empfunden hast. Ich fand es eigentlich ganz geil. Das doch mal bitte aus jetzt hier. Ich hatte eigentlich Spaß. Also ja, das, was schlecht ist, das blende ich einfach mal aus. Sollst du auch mal probieren. Nicht nur Alkohol, mein Lieber. War es dann letztendlich so, dass wir. Es hat sich dann so ein bisschen, oder es war so ein bisschen paradox, weil wir haben das erste Album, das alte Album sozusagen in den USA promotet, während das zweite Album dann auf Nummer 1 in Europa ging. Und wir saßen, glaube ich, irgendwo in Atlanta und die gesagt, ja, ihr seid 1 in den USA. Und wir haben gesagt, okay, in Europa, aber
ja, okay, wir sitzen jetzt gerade hier und müssen eigentlich das alte Repertoire spielen. Also es ist so ein bisschen wirr gewesen. Das aber auch, bei Proud Like a God war keine Eins. Die darauffolgenden drei Alben waren alle auf der Eins. Das ist verrückt, weil das eigentlich, das ist ja so euer, ich sag mal so, das Kultalbum Proud Like a God. Und ausgerechnet das war nicht auf der Eins in Deutschland. Auf Proud Like a God, diesem Klassiker der jüngeren deutschen Rockgeschichte, den die Apes vor 20 Jahren veröffentlicht haben, gibt es ein paar Evergreens der Band, die ersten Hits, die sich bei vielen eingebrannt haben. Und ich habe mit der Band ein bisschen über die Geschichte dieser Songs gesprochen. Und All of the Boys zum Beispiel, ne? Woher kam das? War das, hat das was mit einer Werbung zu tun oder mit irgendeiner Aktion oder sowas? Ja. Oder? Was war das? Das war für so ein Snowboard-Event eigentlich. Ne? Das hieß auch Lords of the Boards. Mhm. Genau, das war quasi ein Auftrag. Oder die haben uns gefragt, ob wir das machen wollen. Wir haben uns ganz schön gequält damit, so gerade Sandra, weil eben die... Du wolltest es nicht? Nee, das war einfach schwierig. Der Wunsch war tatsächlich, bitte versucht doch irgendwie Lords of the Boards mit in diesen Song zu nehmen. Also als Satz, ja. Mhm, und mein Gott, ich saß da und dachte mir so, um Gottes Willen, das ist mal so ein unmusikalischer Satz. Wo kriege ich den rein? Und am liebsten natürlich im Refrain, dachte ich mir, weil alles andere macht irgendwie keinen Sinn. Und ich war wirklich total im Verzweifeln. Und im Studio, weiß ich noch, der Song stand eigentlich schon. Ich habe bestimmt 10 verschiedene Refrains gehabt. Und dann war ich so frustriert und immer noch nicht happy damit, dass ich irgendwann die Jungs und den Produzenten damals rausgeschmissen habe aus dem Studio. Die sind essen gegangen, habe gesagt, jetzt lasst mir mal hier 2 Stunden alleine. Und war dann so sauer, dass ich dann eigentlich nur geschrien habe, ja. Und dann dachte ich mir so, ja, funktioniert. Also ich meine, gerade Open Your Eyes ist so ein Klassiker. Also es ist so hängen geblieben, so vielen Leuten. Ich meine, auch für mich. Also wenn ich muss nur an den Song denken und ich habe ihn sofort als Ohrwurm so im Ohr, ne. Das ist schon verrückt. Also wenn man so einen Song erschafft, wenn man den schreibt, wenn man den aufnimmt, hat man eine ungefähre Ahnung so, was der für eine Wucht hat? Nee, kannst du ja gar nicht. Also damals schon sowieso nicht. Für uns war es ja, wie gesagt, alles ziemlich... viel auf einmal und das kam so Schlag auf Schlag. Man wünscht sich natürlich, Mensch, guter Sound, wirklich gut, für eine deutsche Band auch noch, könnte eigentlich auch im Radio laufen. Also das denkt man sich so als junger Mensch, aber man erwartet natürlich überhaupt nicht. Gab es Band-Exzesse? Gab es sowas bei euch? Oder wart ihr so ziemlich, ja? Ja, okay, schon, das will ich jetzt natürlich wissen. Henning, fang an. Das ist vielleicht nicht so gut für uns jetzt. Ja, das Problem bei mir ist, ich habe doch ein relativ großes Verantwortungsbewusstsein und ich versuche schwer dagegen anzutrinken, auch möglichst schnell, damit ich das verliere. Aber es klappt oftmals nicht, weil die Kollegen sind dann so viel schneller. Die Bayern halten da mehr vom Trinken und küren in jedem Jahr aufs Neue ihren Xufa-König. Wer als erster ein 3-Liter-Maß leert, hat gewonnen und ein Kuss des Münchner Kindl ist dem sichern. Ja, ich habe ja auch erst tatsächlich nach der Reunion angefangen, das Ganze so ein bisschen echt zu genießen. Ja. Und habe dann eigentlich das, was die Jungs ja Jahrzehnte oder Jahre zuvor immer gemacht haben, dann auch erst selber zelebriert. Also ach so, tatsächlich du hast das ein Spätzünder. Total. Spätzünder. Ja, also früher überhaupt gar nichts, aber es hat natürlich auch ein bisschen, also hat weniger Spaß gemacht. Und nach der Reunion war es dann tatsächlich so, dass ich dann auch mitgefeiert habe. Und das ist schon, also das ist schon... So eine Partyband jetzt. Das ist schon, ja. Na bitte, so geht's doch auch. Die Kinder sind allein und es geht trotzdem nicht runter und drüber. Daran ändert auch die temperamentvolle Kapelle aus dem Goethe-Lyzeum nichts. Ich höre immer so Geschichten, auch tatsächlich von eurem Tourmanager, mit dem ich ein bisschen dicke so und der erzählt mir immer lustige Geschichten über euch. Insofern weiß ich, dass ihr eine Partyband seid inzwischen. Vor allem auf langen Fahrten habe ich auch gehört. Es gibt unheimlich lange Busfahrten inzwischen, natürlich auch aus Ländern, wo ihr spielt und so. Das muss auch ganz lustig sein. Ja, es muss ja auch ein bisschen Spaß machen, ne? Also kann ja nicht... Das kann ich. Man muss auch den Schrecken sozusagen auch ein bisschen wegtrinken, weil die Straßenverhältnisse sind da so manchmal nicht so geil und die Fahrer, die irgendwie schon 3 Tage durchgefahren sind und fast an einem Schlafen sind, dann irgendwie, man muss sie mal wach halten und... Ja, da gibt es auch schlimme Geschichten. Erinnere ich mich, wie du in Lettland von so einer 4-Stunden-Fahrt nachts dann zum Flughafen und Stefan saß vorne... Das sieht ihm eigentlich gar nicht ähnlich, aber da hat er wirklich Sorge gehabt. Er saß vorne mit so einem feuchten Lappen und hat dem Fahrer immer über die Stirn gewischt und sich auf Lettisch, Deutsch, Englisch mit ihm unterhalten, damit der Mann uns nicht in die Hölle kutschiert. Na, Stefan ist auch derjenige, der immer alle ärgert. Das ist wirklich so. Und das ist auch nicht, hat sich auch gar nicht geändert oder ist besser geworden. Also unsere arme Crew, die ist wirklich...
Also wirklich, die leidet, ja. Und sie muss auch immer so eine Art Prüfung bei uns bestehen. Jeder, der neu dazukommt. Ja, dann gibt es dann immer so Aftershow-Momente, wo dann alle irgendwie natürlich im Hotel landen. Und dann kann es durchaus vorkommen, dass der Stefan mit einem Rasierapparat irgendwo in einem Zimmer von einem Crewmitglied siehst. Und der rasiert dann irgendwie, ich weiß nicht, wie er die Leute betäubt, aber... Die sehen am nächsten Tag immer ganz anders aus. In diesem Test ging es nicht um Schnelligkeit, wie bei Harry Harley, der sich mit 987 Nassrasuren innerhalb einer Stunde in das Guinness-Buch eintragen ließ, sondern um Gründlichkeit und Gefährlichkeit der Apparate und ihrer Klingen. Ja, aber nicht nur... Also, auf da unten rum. Wirklich? Genau, nicht nur auf dem Kopf. Veränderung ist ja gut grundsätzlich. Also wirklich mit Schama und allem drum und dran. Alles dabei. Weg. Das geht großartig, das ist so gut. Einigen wird es aufgefallen sein, einer aus der Band fehlt bisher beim Interview. Dabei hat er immer so schöne Storys zu erzählen. Ist ein Ratebild jetzt? Was ist anders als eben? Kalt. Ja, das auch. Nein, Dennis ist jetzt inzwischen bei uns. Wo hast du dich denn verirrt eben? Ich musste mein Schlagzeug abholen und habe mit der Familie noch eine Besichtigung im Sonorwerk gemacht. In Bad Berleburg, Aue. Hin und wieder kommen die professionellen Schlagzeuger der großen Schauorchester nach Aue, um Erfahrungen auszutauschen und neue Schlagzeugkombinationen auszuprobieren. War das interessant oder? Total langweilig. Nein, das ist wirklich total geil. Also deswegen habe ich meine Kinder mal mit hingenommen. Weil man trommelt ja nur darauf rum, aber weiß halt gar nicht, was da für ein Handwerk dahinter ist. Und die bauen die ja schon ziemlich lange und das ist ziemlich geil. Und für den Quatsch hast du mich sitzen lassen hier zu lange? Unbedingt, ja. Den ersten Auftritt hatten die Apes damals im Jugendzentrum des Städtchens Möhringen in Niedersachsen. Das war zwar 94, aber das mit den 20 Jahren Jubiläum vor 3 Jahren, war ja schon so ein bisschen gelogen. Denn zwischendurch gab es mal richtig Stress in der Band, der dann dazu führte, dass man sich Mitte der 2000er bis 2009 getrennt hat. Also nix Pause oder Auszeit, sondern offiziell Ofen aus. Ein Satz, den Dennis damals dem Musikmagazin Whisky Soda erzählt hat, lautet: Grundsätzlich ging es um den schnöden Mammon, ums Geld. Das ist ja auch das häufigste Problem, weswegen sich Bands auflösen. Wenn einer halt meint, er ist der geborene Rockstar oder was auch immer, wenn man halt den Boden verliert, so könnte man es jetzt mal bezeichnen. Es war auch nicht mehr möglich, Sandra wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Ich glaube, dass wir viele Dinge heute auf jeden Fall versuchen, besser zu machen und es geht uns auch besser denn je und ich glaube, musikalisch haben wir da immer noch was zu sagen und da kämpfen wir jetzt uns auch die nächsten 20 Jahre noch durch. Hat er gerade 20 Jahre gesagt? Ja, hat er gerade gesagt. Ich glaube, was wichtig ist, so sein Ego mehr rauszuziehen. Weil einfach mal die Band Band sein lassen und dann ja nicht alles so immer wollen, sondern einfach geschehen lassen und auch mal den anderen akzeptieren lassen, dass er eine andere Meinung hat. Ich glaube, das ist halt wichtig. Was ich bei meinen Treffen mit den Guano Apes immer wieder gemerkt habe mit der Zeit, ist, dass hier 4 ziemlich unterschiedliche Charaktere zusammenkommen. Da wäre einmal Dennis, der wahrscheinlich direkteste und offenste der 4. Stefan, in Interviews oft ein bisschen ruhiger, aber wenn er mal was erzählt, auch Konstruktives und wie man in der heutigen Folge auch wieder sehen konnte, nicht immer nur Beschönigendes. Henning ist eindeutig der eloquente Stratege, sehr sympathisch, aber ich habe immer das Gefühl, er weiß sehr genau, wie man diplomatisch Sachen schönredet. Eigentlich sehr amerikanisch, also alles so ein bisschen hochquatschen. Und dann wäre da natürlich noch Frontfrau Sandra. Obwohl sie zur Band ja vieles erzählt, weiß man genau genommen kaum etwas über sie. Was auch daran liegt, dass sie Berufliches und Privates immer schon strikt trennt. Ja. Ja, das ist Langeweile. Ja, ins technische. Was ist das hier Klüngel. Für ein Stuhl? Ich komm mal zu dir. Extra für dich hingestellt. Du musst warten, ne? Oder was? Oder? Ja, die technische Friuleien irgendwie. Das machen die dann sind die dann in ihrer Welt und ich warte, solange noch ich keinen Sound hören kann, solange warte ich meistens. Aber ich bin natürlich auch nur wegen euch jetzt hier. Natürlich, natürlich. Das heißt, ihr steht dann irgendwann nachher hier und probt einfach ganz normal, oder? Genau, ja. Wenn Licht und Ton irgendwann dann heute mal stehen sollten, dann werden wir das Set durchspielen mit ein bisschen Licht und gucken, wie das Ganze so wirkt. Wenn du jetzt hier bist, also wieder in der Nähe von Göttingen, wohnst du dann auch bei Mama oder gehst du ins Hotel oder was machst du? Nee, oder? Ich bin natürlich bei meinen Eltern. Okay. Ja, die wohnen ja nicht so weit weg von hier. Von daher ist es für mich immer eine schöne Gelegenheit, irgendwie zu Hause mal vorbeizukommen. Und die freuen sich natürlich immer tierisch. Auch meine Schwester und mein Schwager. Also ich habe hier schon noch viel Family und bin ich auch sehr gerne. Mhm. Aber leben würde ich tatsächlich jetzt nicht unbedingt mehr gerne so. Warum nicht eigentlich? Göttingen. Ja, ich weiß nicht, das passt nicht so richtig gut zu mir. Also Berlin ist schon so ein Fleckchen,
wo ich sehr viele Gleichgesinnte treffe. Also da gibt es einfach sehr viele verschiedene Lebenskonzepte und es wird wahnsinnig viel rumexperimentiert, es wird auch noch viel gefeiert. Also ich liebe einfach die Größe von Berlin und da ist einfach noch viel machbar, also viel möglich. Und in Göttingen ist sehr schön, aber das wäre mir zu eng und zu klein. Was machst du denn dann da? Gehst du echt feiern und so, richtig? Oder was? Nein, ich bin natürlich auch ein bisschen ruhiger geworden. Klar gehe ich noch feiern, aber natürlich nicht mehr so viel wie früher. Vor 13 Jahren, als ich nach Berlin gekommen bin, da war das schon noch heftiger. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so. Also ich habe da meine Freunde und meine Clique und alles sehr interessante Leute und bin da sehr happy. Hier, Schlagzeug aufbauen für Dumme. Das ist so im Prinzip was unter dem Schlagzeug, genau. Wie ich diese Matte. Das ist einfach eine Plexiglasscheibe, die kann man halt alle so zusammenfalten und dann hast du halt hier überall, weißt du, deine Ständer markiert und dann steckst du da, also baust dein Schlagzeug ruckzuck auf, du schmeißt sie einfach nur auf den Drumreiser und dann stellst du die rein und es verrutscht nicht mehr. Okay. Die Trommel ist ein altes Signal- und Kultinstrument aus der Urzeit der Menschheit. Ein Symbol der Überlegenheit, der Macht, aber auch der Einheit von Macht und Geist. Erst im Trommelhall, so sagt die Yoga-Lehre, erst im Trommelhall wird der Yogi zum Brahma, dem reinen Geist. Was sind so Sachen, die bei dir mal nicht so geklappt haben beim Auftritt? Also geht da tatsächlich mal was daneben oder so? Oder sitzt man da eigentlich relativ an der Schlagzeugstelle sicher und... Ach, ständig. Also es gibt ja, ich feuer ja hinten, also wir arbeiten jetzt ja auch mittlerweile halt so mit Electronics, also dass halt du auf dem Clicktrack spielen musst. Und dann war ich zum Beispiel in Russland mal, hab dann den Rechner neben mir und so ein kleiner Part, wo ich nicht viel tun muss so und guck so in die erste Reihe und denk so, ach, wie viele schöne Mädels sind denn da so und lehn mich so runter und drück auf die Leertaste und dann stoppt dieses Playback und ich so, nein. schnell noch das Ride irgendwie so weitergenommen, dass die Jungs nicht und das Mädel nicht rausgeflogen sind. Du hast den Computer also, gestoppt mit anderen genau, Worten. Großartig. Gott sei Dank war es nicht so ein wichtiger Song, den konnten wir dann weiter so spielen, ohne dass uns das um die Ohren flog. Aber da ist auch schon Tarzan zur Stelle. Das heißt ein Tarzan, zwei Tarzans, ganz viele Tarzans. Und überhaupt, auf dem ganzen Keyboard ist Urwald. Ist das eigentlich doof zum Clicktrack? Also ich stelle mir das so vor, ich meine, ich kriege das auch bei vielen Bands mit, die dann auch so mit Backing-Tapes und sowas arbeiten, weil es einfach dann live quasi noch geiler klingt, weil man einfach noch mehr machen kann. Aber irgendwie ist man auch unflexibler, oder? Also bei uns hat es halt, wie würde ich es beschreiben, eine gewisse Konstanz gebracht. Weil je nach Alkoholpegel oder so war man dann doch mal schneller, langsamer und dann hast du geplant, okay, wir spielen 90 Minuten, dann warst du bei 70 schon fertig, weil du alles so schnell gespielt hast. Das ist geil. Und das ist so für die Qualität, wie man draußen spielt, schon ganz gut. Es nimmt dir ein bisschen Flexibilität, finde ich so, aber wir haben uns immer ein paar Sachen offen gelassen, wo wir dann trotzdem mal zwischendurch jammen, Sachen verlängern können, wo wir sagen, okay, oder hier mache ich aus, wir machen was anders. Also wir sind nicht nur abhängig von dem Ding. Die Apes haben im Laufe ihrer Karriere nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern und den USA live gespielt, teilweise auf großen Events, wo man natürlich auch immer wieder bekannten Kollegen begegnet. Gut, dass ich gerade mit Dennis quatsche, weil der auch Lust hat, mir ein paar Details zu erzählen und schmutzige Wäsche zu waschen. Unter anderem in Bezug auf eine Band, von der das viele wahrscheinlich kaum erwartet hätten. Was für Geschichten hast du denn erlebt von Leuten, die abgesponnen haben und natürlich am liebsten mit Namen nennen direkt? Ja, das glaube ich, ne? Gott hab sie selig. Leider der, den ich noch am besten in Erinnerung habe, also Linkin Park sind für mich ist so eine Band, die für mich völlige Bodenhaftung verloren haben. Mhm. Völlig durchgedreht, völlige Rockstar-Typen. Und da sind wir auch wieder bei Playback-Spielen oder was weiß ich. Da laufen 48 Spuren Pro Tools mit, hart gebypassed. Wenn da was ausfällt, das läuft dann trotzdem weiter. Okay. Und das passiert halt nicht, weil sie total auf Sicherheit sind. Das sind Leute, kommst du an die nicht ran, also ich will denen jetzt auch nicht zu nahe treten. Ja, aber so ein ganz total striktes Rauchverbot, okay, kann man drüber denken, was man will. So. Also ich fand das immer der Tod da von Chester oder? Ja, ich fand das halt schade, weil er kam dann nämlich mal, wir haben ja ein bisschen Support mal gemacht, so eine Festivalsaison, er kam dann irgendwann mal mit einem Security-Typ in eine Nachbarkabine von uns. Und das Erste, was er gefragt hatte, so ein paar Kollegen, ich weiß gar nicht, bei wem er war, warte mal, mit wem war man denn da? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hast du mal eine Kippe? Echt? Hat er halt nämlich gar eine geraucht, weißt du? Also, oh Mann. Ich finde halt so,
sollen die Leute doch machen, was sie wollen. Also, aber so stringent und also das, sowas mag ich nicht. Also, solche Arschloch-Allüren. Und beste Beispiel ist dann halt mal trotzdem wieder Dave Grohl, mit dem ich auf dem Bizarre-Festival den ganzen Nachmittag abgehangen habe, weil da ist die Band halt geflogen von England rein. Und er hatte keinen Bock zu fliegen und ist halt mit der Crew im Nightliner gefahren und hatte dann Langeweile wie alle. Und dann haben wir da geil Kaffee getrunken und hin und her. Und er ist bei unserer Show auf die Bühne gekommen, ist nach seiner Show sogar, weil da hatte unsere Tourmanagerin Geburtstag, haben gefeiert, ist er noch reingekommen, hat geklopft hier, ach so, ich wollte mal Tschüss sagen, Dankeschön, irgendwie war ein geiler Tag so und hin und her, zack, raus. Und das ist, finde ich, menschlich sehr wertvoll. Also halt, du bist ja nichts Besseres, nur weil du da auf einer Bühne stehst. Hast du so Lieblingsmomente, an die du dich erinnerst in der Zeit, in der ihr das, seit ihr das macht inzwischen? Klar, also es gibt ganz, ganz viele tolle Momente, also gerade wenn wir über so Bühnenset und so sprechen, wir haben immer versucht, uns so ein bisschen so eine eigene Welt zu machen, weil wir wussten immer, okay, wir können uns keine riesen LED-Wände leisten, ja, wie die Riesen-Acts. Und deswegen haben wir versucht, okay, können wir das so eine eigene Welt machen, ja? Und haben dann so einen Lametta-Vorhang damals bei Rock am Ring gehabt, der dann so ein bisschen auch so organisch war und wo wir gedacht haben, irgendwie muss es immer so ein bisschen was mit uns zu tun haben. Oder wir hatten mal so riesen Stellwände, so silberne mit so Lynestra-Röhren, mit so Halogenröhren, das quasi, wo dann so Uralt-Digit-Anzeige dann gemacht wurde mit so Schriftzug und haben immer versucht, irgendwas zu machen, was nicht so wahnsinnig aufwendig ist, aber eben trotzdem ein bisschen Hingucker ist. Und dadurch, dass wir vielleicht in dem einen Abend vor 4000 Leuten in Portugal gespielt haben und am nächsten Tag irgendwie in Barcelona vor 200 geladenen Gästen, weil in Spanien noch nichts ging, mussten wir immer irgendwas haben, was skalierbar war. Und das hat immer Spaß gemacht. Das heißt, wir haben dann immer geguckt, können wir den Kram dann auch irgendwie mit aufs Band schmeißen, aufs Gepäckband und mit nach Russland nehmen, um nicht dann da wieder vorm schwarzen Vorhang zu stehen. Und aufregende Zeiten so. Aber ich freue mich drauf. Ich merke, es ist echt so ein bisschen Vorfreude hier mit diesem ganzen Gepuzzle. Ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie nach einem Konzert, wenn das Saallicht angeht und dieser riesen Plastikbecher Torf da rumliegt. Mhm. Und man sitzt auf dem Case und es ist so eine geschäftige Kramerei überall. Cases werden gepackt und geladen. Und vielleicht ist es auch nur für mich schön, weil ich nicht mithelfen muss. Ja? Hört ihr irgendwann auf, weil ihr keinen Bock mehr habt oder weil ihr euch wieder streitet? Was glaubst du? Gib mal so eine Prognose ab. Och, wir streiten uns eigentlich immer, von daher müsste man halt aufhören. Ja. Aber ich glaube, wir sind wahrscheinlich nicht fleißig genug, um dann die zigste Reunion-Tour dann irgendwie wieder zu machen. Irgendwann kommt man sich dann irgendwie doof vor dabei. Stefan, du kannst hier ruhig durchkommen. Wir unterhalten uns noch. Ja, ja. Und ich glaube wirklich, aufhören tun wir, glaube ich, an dem Punkt, wo wir merken, dass das musikalisch nicht mehr funktioniert und dass das, was da am Ende rauskommt, ausschließlich Schrott ist. Ja, also es ist, ich sag mal, es ist wie so ein Gemälde, wo wir vier irgendwie mit Farben halt so drauf rumpinseln. Manchmal kommt ein wirklich tolles Gemälde raus, aber in 80% der Zeit kommt halt irgendwie so eine matschig, braun-graue Soße irgendwie raus, wo du am Ende denkst, oh nee, also ja, es ist oft mühsam, aber ich denke, das, was am Ende so an Früchten dann hin und wieder entsteht, ist es auf jeden Fall wert. Und ich glaube, wenn wir da das Gefühl haben, wir kommen da überhaupt nicht mehr auf einen Nenner, dann ist es vielleicht wirklich Zeit aufzuhören. Aber das ist noch nicht in Sicht.